Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Viele Parteifreunde und Freunde der CSU, prominente Mönche, Geistliche, herzlich willkommen, willkommen zum Original, zum Steigbierfest der CSU-Pendler. Herzlich willkommen. Rundstrom in der Bundeshauptstadt, nix geht mehr so richtig sein Trott. Es dreht sich gar schnell, das Personalkarussell, ob Gutenberg, Friedrich oder wie heißt der, La Messière, Hartmut, dreh dich nicht mit, sonst sehen wir dich aber nicht mehr. Bleib lieber bei deinem Schäuble und schau auf unser Moos. Denn ohne dich wäre sonst in Franken nichts mehr los. Obwohl, so ein Schlössler hast du ja schon in Gold Lake City. Das ist ja für Voraussetzung für I look very pretty. Jetzt gehst du ein wenig die Haare noch hin. Halt na, die muss mir bei dir erst finden. Setz die Brille auf, das ist gar keine Sache. Da nennt man dich Freiherr Hartmut zu Goldgrunach. Ja, was machen wir denn da ein wenig, hä? Das geht wieder ein Scheißdreck auf. Hä? Schnarren hab ich's gehört, elendig, hä? Schmarrn, das war unsere Gesteinslöser, die brummen halt ein wenig. So. Das ist aber nicht die von der Zeitung, oder? Na, die schaut ein wenig anders aus. Prost. Prost. Ja, habt ihr nicht auch einen Seidler für mich? Na, aber selbstverständlich. So, nimm doch hier an. So. Prost. 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 Und, was suchst du da? Ja, lass mich halt erst einmal trinken. Ja,
Und was suchst du da? Ich suche Kreide und Pfiffern für meinen Freund Kotschik, den Hartmut. Ja, weil der ist nämlich krank. Wisst ihr, der hat eine Verbergungspsychose. Und jetzt suche ich halt ein wenig Kreide für einen ganz besonders guten Tee für ihn. Ne? Na, wenn der sich mit dir einklassen will, dann brauchst du wahrscheinlich eher einen Schnaps. an Steigen. Wäre nicht frech, gell? Weil sonst so ich falsch. Das hier doch eine Umgehungsfrist, Bauer. Was jeder doch erfahren darf, keiner. Also stell die Flasche wieder in den Kasten und mach die Fliege. Ach, das ist voll blöd mit meinem Freund Hartmut, gell? Habt denn ihr gesehen, dass der in Bereit auf dem Fasching am Masken aufgehabt hat? Ja, stimmt. Und in Veitshüchheim, weil ja, hast du voll recht. Ja, wer macht denn sowas? Ja, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, welche was gescheiden ins Fernsehen zu kommen. Du setzt sich der jetzt so eine Masken auf. Ein Politiker? Das ist doch nicht normal. Ja, und bei dem Auftritt, da bei den Black Boys, da hat ihn auch keiner gekannt. Okay. Also normalerweise halten die doch ihr Gesicht in jede Linse. Das Schlimme ist ja, das war ja schon vor der Sache, wo das mit dem Minister da wieder nichts geworden ist, ne? Ich versteh's ja nicht. Ein Schloss wäre auch da. Umbenennung zu Goldkronach, überhaupt kein Problem. Und das Horgel könnte sich sparen. Ja, eben. Was soll denn an den Friedrich schöner sein, wie an unseren Hartmut, gell? Denn mit seinem Wuschelkopf, den fehlen doch sämtliche Männlichkeitsattribute.